glaube, ich habe irgendwo das Fenster offen gelassen. Ja, ja, ja. Alter, warum kann ich die Flinten denn nicht mitnehmen? Bitte, das wäre so schön. Hier sind irgendwelche Bilder. Wir waren auch schon auf Großwildjagd. Ist das ein Tiger? Ist das ein Tiger? Ja, wir haben auf jeden Fall alles gejagt. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Von dem riesen Ameisenbären über so ein Nilpferd oder Flusspferd. Über ein Gepard bis hin zu so einem riesen Grizzlybären. Was? Das kann man schieben? Moment, ich muss mal gucken, was jetzt hier wieder Neues steht. Über Bären und Badewannen. Und nach der Party nahm sie meinen Arm und sagte, Liebling, wie bist du denn so schnell vom Trophäenzimmer ins Gästebadezimmer gekommen? Alle halten dich für einen Zauberer. Lilibess, mein Liebling, das Haus meines Vaters hat viele Zimmer. Und was meins betrifft, nun ja, es hat auch seine Geheimkammern. Mhm, durch die wir dich beim Baden beobachten können, wenn die das wüsste. Okay, wir haben einen versteckten Eingang gefunden. Ah, ist ja noch viel schlimmer als alles andere hier. Eine riesige Spinne. Die Tür war aber zu, oder? Moment, wir räumen mal wieder auf. Für den nächsten Oswald Mendes, der hier einmal durchläuft. Oh. Cool. Kinder. Das sind die Kinder gewesen. Und wir sind kurzzeitig draußen auf dem, ja. Auf dem Hinterhof, auf dem kleinen Hofe zwischen dem riesigen Herrenhaus. Und es dunkelt gewaltig, beziehungsweise es ist eigentlich schon ziemlich dunkel und auch sehr stürmisch. Muss ich mal zugeben. Und mich fröstelt es ein wenig. Hör doch mal auf hier, Wind. War's mal cool. Eben war doch hier irgendwas noch zum Anfassen. Ja, mir ist es zu kalt. Ach doch. Ja. Na gut, okay, funktioniert scheinbar nicht. Glühwürmchen haben sie unter der Lampe versammelt. Aber die Kinder sind doch hier lang. Oder sind die nicht eben hier rein? Na gut. Da hinten ist auf jeden Fall unser Geheimversteck. Wo kommen wir jetzt hier wieder hin? Moment, ein Zettel. 20. Dezember 1899. Ich muss einen Besucher empfangen, den angesehenen Professor A. Er soll nach einer langen Abwesenheit vom Club meine geistige Gesundheit überprüfen. Ich bin aber nicht dumpfsinnig, er soll mich nur für sie ausspionieren. Als sie dem Ripper nachstellten, rief man ihn oft herbei, um über Schnittwunden und fehlende Organe zu dozieren. Und jetzt kommt er also zu mir, um mich zu umschmeicheln. Mein Guter, wird er sagen. Um mein Trauern wird er sich sorgen. Und dann ganz nebenbei wird er noch kurz einen Blick auf meine Maschinen werfen wollen. Die größte Entwicklung unserer Zeit. Nichts weiß er von Verlust, nichts von Opfern. Ihn aber abweisen, das würde nur in ein Hornissennest stechen. Und mir einen Schwarm Profitler und Diebe auf den Hals hetzen. Also muss ich diesen Kaspar unterhalten und seinem Eindringen stattgeben. Vielleicht sollte ich ihm die Kuttlerei zeigen, mal sehen, ob sein Magen, der auf das Herumstöbern in den Innereien unbeholfen, wie sezierter Huren geschult ist, tatsächlich stark genug ist für den Anblick der echten Maschinen seines goldenen Zeitalters. Vielleicht stelle ich ihm ja sogar Jack vor, oder zumindest seinen Söhnen. Wir haben jetzt stärkere Schlösser an den Fenstern und wir bringen ihnen ihr Spielzeug. Tut mir leid, wenn ich mich hier ab und zu verlese, aber das liegt entweder an diesen Wörtern, die dieser Text auf jeden Fall enthält, oder an der Schrift, die wirklich ein bisschen schlecht zu lesen ist. Vor allem bei der hohen Auflösung ist es alles so ein bisschen schwierig zu erkennen.
Okay, zu. Und wir sind im Badezimmer angelangt. Mal wieder. Das Haus hat wahrscheinlich einige. Schön hier mit Verzierungen und einem Spiegel, der nicht spiegelt. Oh Mann, ey. Okay. Wow! Okay. Mal wieder ein Geheimgang. Wer hätte das gedacht? Sehr verwundert bin ich jetzt. Wer liegt da? Was? Wer oder was liegt da drin? Oh Gott. Ich will es gar nicht wissen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, und das ist der erste Blick wahrscheinlich auf einen Teil dieser riesigen Maschine. Was auch immer die hier so macht. Da kann man irgendwas reinwerfen. Ich glaube, hier kommt, wird Kohle reingeworfen, oder? Das sieht so aus, um die Maschine zu füttern, wenn die mit Kohle... Oder anzufachen. Ich weiß nicht, gefüttert wird sie wahrscheinlich eher mit Schweinen oder mit Menschen. Ich weiß es nicht. Ja, haben wir aber noch gar nicht. Ist das jetzt Blut oder ist das... Okay, es ist bestimmt keine Kohle. Halten Sie zum Drehen des Rades die linke Maustaste gedrückt und führen Sie mit Maus eine kreisförmige Bewegung durch. Dies rotiert das Rad in derselben Rotationsrichtung. Irgendwas tut sich hier, glaube ich. Ich weiß aber nicht, was. Ja, vielleicht sollten wir uns den Raum einfach mal merken. Und kehren irgendwann später nochmal zurück. Ah, hier ist alles voller Blut. Ja, ein Vorschlaghammer, auch mit Blut. Bespritzt. Tja, super, das Licht ist auch... Und die Tür rechts ist offen. Was, was, was? Was war das? Hands are bleeding. Raw. I scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? Okay, hier war hier. Wir hatten eben hier durch das Fenster bzw. Bild geguckt und hier lag eben irgendetwas. Mein Zettel. Old Sally im Puppenhäusle. Des Nächtens, sie kommt, sie schnüffelt und sucht, ihr süßes Schnäuzchen ganz unten beim Huf. Und ihre Locken sind blond, die Flügel himmelblau, wie eine halb begrabene Hand im eisigen Schnee, wie eine Hand im eisigen Schnee. Und sie bettelt um Äpfel durch den Fensterspalt, das Gesicht ganz verborgen, doch mit Flügeln wie Feuer. Fluch, wenn dich ihr Busen lockt, ach so wunderschön. Sie schnappt dich und fängt dich und isst dir dein Herz. Sie fängt dich und isst dir dein Herz. Drum benimm dich am Abend vom Jahr. Sonst kommt Sally und holt Äpfel, dann hüt dich Gefahr. Vor mancher Tür steht Böses, du musst dich besinnen. Glaub du deinem Vater, lass es nicht nach innen. Unfolgsame Kinder kochen Sally ihr Essen, laufen ein sie zu Sallys garstigem Fressen. Das spielt übrigens nicht nur 1899, sondern ich glaube am Neujahrstag. Und noch ein Zettel. Oder? Ah ne, nur ein Buch. Boah, das ist alles so... Ich weiß noch gar nicht, was ich hiervon halten soll. Ich bin gerade wirklich so ein bisschen... Es sind zu viele Eindrücke einfach.
Ja, super. Gehen wir mal der Blutspur hinterher. Das ist bestimmt total vernünftig von uns. Ja, den einen Geheimgang, den merken wir uns. Den anderen Geheimgang hinter dem Grizzlybären einfach auch mal. Jetzt sind wir wieder hier. Ah, das Feuer. Ich dachte, was ist das für ein Geräusch? Wir gehen einfach nochmal durch diese große Halle. Und, boah, ich habe schon wieder Gänsehaut. Das ist unglaublich, wenn es so ein Gänsehautparameter oder sowas gäbe. Dann wäre der bestimmt bei mir jedes Mal bei 100%. Mann, 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 Mann. Dabei ist ja noch gar nicht so viel passiert. Das ist aber auch extrem verwinkelt, dieses Häuschen. Also, wenn ich viel Geld hätte, was ich nicht habe, dann würde ich mir definitiv nicht so ein Häuschen kaufen, sondern irgendetwas Kleineres, etwas Schnuckligeres. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Hallo? Einer hier? Nicht? Dann komme ich rein. Oh Gott. Boah, das ist wirklich fies gemacht. Das ist alles so fies gemacht. Okay, ich habe ein weiteres Ventilrad bewegt. Ja, was ist das? Ich überlebe das Spiel im Leben nicht. So, um meine Aggression mal ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Ja, okay, alles klar. Kann man hier noch irgendwas machen? Nein. Ich drücke mal Tab, vielleicht kann man da auch irgendwas... Nein. Wir waren eben auf der anderen Seite, glaube ich. Glaube ich, also... Ich vermute ja nur, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich ganz andere Probleme, als hier so eine Maschine in Gang zu bringen. Wir sollen aber auch irgendwie den Strom wieder aktivieren. Wie, weiß ich allerdings noch nicht. Wir sind ja echt jetzt hier total in das Haus geworfen worden. Frei hier rumlaufen und so. Gehen wir nochmal raus. Hier ging es doch raus, oder? Alter! Ich glaube nicht, was ich für eine Gänsehaut gerade habe. Boah, ich freue mich so, wenn ich Outlast wieder aufnehmen werde. Ich muss es immer wieder erwähnen. Ich würde übrigens extrem gerne eine Aufnahmepause machen. Aber ich habe mir selber eigentlich geschworen, eine Stunde aufzunehmen. Boah, das schaffe ich ja im Leben nicht. Das schaffe ich doch gar nicht.